Interplay. Tachyon Studios. Hallo und herzlich willkommen zu Blood and Magic. Ich bin Stefan die Waldfee und ich präsentiere dir heute ein Echtzeitstrategiespiel aus dem Jahre 1996. Blood and Magic hat sich durchgesetzt auf meinem Kanal in einer Umfrage gegen ein paar andere Retro-Games. Und ich bin mal gespannt, nein, nicht die Demo. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel so ist, denn ich spiele es blind. Abgesehen vom Anzocken und von einer fehlgeschlagenen Aufnahme vom ersten Level, ja, spiele ich es blind. Soviel ich es mitbekommen habe, gibt es zwei Kampagnen. Einmal blau und einmal rot. Vielleicht gut und böse. Bin mir noch nicht ganz sicher. Nein, nicht die Demo. ich werde zuerst die blaue Kampagne spielen und dort das Spiel halt kennenlernen. Und mache das Ganze mit dem Soundblaster 16 für maximales Retro-Feeling. Danach spielen wir die rote Kampagne, in der ich schon der absolute Profi-Player bin. Der absolute Strategie-Profi. Und nein, nicht die Demo. Ja, und dort benutzen wir dann die Gravis Ultrasound. Und soviel ich weiß, gibt es nochmal ein extra Level, ein Secret-Level, das man mit einem Cheat freispielen kann. Ja, das muss wohl mega schwer sein. Dort benutzen wir dann eine Roland MT32. Wir fangen direkt mal an. Warte, es gibt hier auch noch ein Lernprogramm, aber das ist echt mega scheiße. Und was das Ganze mit Dungeons & Dragons zu tun hat und mehr Infos zu dem Spiel, erzähle ich gleich. A story for your pleasure. Howl of Vengeance. Ja, denn der Anfang ist ein kleines bisschen zäh vom ersten Level. Los geht's! In the realm of Durgan. A terrible siege shook the throne. An invader seized the land for his own. As the king of Durgan slipped into death's fold, he faced the man who would take his crown. Hrathgar the Raider, scourge of Northlands. He stripped the bounty of Durgan to appease his suffering clan. But the king was no willing victim. With his final breath, he uttered this vengeful curse. For so long as you rule, a curse upon you. The dead will arise to ensure your demise. Choose your mage. Ja, wähle deinen Magier. Ja, also, Ein böser Mensch hat ein Königreich erobern wollen und der König hat ihn verflucht und er hat ihn die untote Geisel des Nordens auf den Hals gehetzt. Also Arthas. Ja, jedenfalls können wir jetzt wählen zwischen Blau und Rot. Hrathgar the Raider und Aelric the Avenger. Ja, Hrathgar ist dieser getreue Anführer, trotz jeder Gefahr, um seinem Volk zu dienen. Und hier haben wir Aelric der Rächer. Dieser rachsüchtige Magier gelobt, den Fluch zu erfüllen und das Land von den Eindringlingen zurückzugewinnen. Ja, komischerweise wirkt er hier wieder böse, obwohl es eigentlich derjenige ist, der das Land von den Eindringlingen zurückgewinnen möchte und der ist eigentlich der Böse. Hrathgar, the Raider. Aber naja. For months, Hrathgar ignored the king's curse, until the words of a criminal unsettled his court. Grubkern the Grave Robber was the source of this trouble. His tales infected the castle with dread. Tales of the marching dead, a howling army that gathered to wreak vengeance upon the invaders.
Hrathgar vowed to investigate these matters. If they were lies, then Grubkern would die. But if they were truth... Ja, dann würde er auch sterben. You are now entering the Durgan capital. You win when the enemy does not control any crypts. You lose when your keep is destroyed. Ja, okay. So, das mache ich mal als erstes, das spart Zeit. Wo soll ich anfangen? Ja, wir haben nur eine Ressource. Mana, das generiert ganz, ganz langsam. Oder mit unseren Basis-Golems. Die generieren auch Mana, solange wie sie hier in ihrer Pyramidenform sind. Ja, sie können auch hier als Golem herumlaufen. Genau, damit können wir Mana produzieren. Das erste Level ist ein kleines bisschen zäh, weil wir einfach nur mit ganz wenig Einheiten starten und ja, erstmal Mana sammeln müssen, um Einheiten zu produzieren. In unserer Blutschmiede. Ja, aber das gibt mir Gelegenheit, mich was zu erzählen. Ich lasse die mal da lang laufen, damit er ein bisschen was erkunden kann. Ja, das Spiel spielt im Dungeons and Dragons Universum, um genau zu sein, in den vergessenen Reichen, die Forgotten Realms. Aber ich glaube, davon merkt man nicht wirklich was. Das haben sie irgendwie nicht so gut umgesetzt und ja, die haben sich eine mega teure Lizenz gekauft, aber irgendwie war das nicht so das Wahre. Naja, jedenfalls scheint das Spiel ganz cool zu sein. Ich bin irgendwie durch Zufall Mana übertragen. Damit haben wir bald genug, um einen weiteren Golem herzustellen. Ich bin über das Spiel gestolpert und habe es eigentlich nur angezockt wegen der Grafik, weil mir die irgendwie gefallen hat. Ja, und es scheint auch ziemlich cool zu sein. Oh. Oh. Der ist nur zu Besuch. Der Zombie. Ja, na jedenfalls. Warte mal ganz kurz, ich übertrage mal noch ein bisschen Mana. Was ist Golem? Ja, bin ich drüber gestolpert und habe es ein bisschen angezockt und es scheint ganz cool zu sein. Auch die Level scheinen ganz cool zu sein. Ich bin mal gespannt. Ja, jedenfalls, mehr Mana wird produziert von unseren Basis-Golems. Brauchen wir, um mehr Basis-Golems zu erstellen. Und als ich das allererste Mal gespielt habe, habe ich einfach nur mit 20 Basis-Golems angegriffen. Weil ich nicht gecheckt habe, dass wir ja die auch umwandeln können. Generell in eine Mauer. Aber wenn wir sie neben so ein Gebäude herstellen, zum Beispiel neben eine Garnison, können wir sie für 20 Mana in eine weitere Einheit umwandeln. Und ich sehe gerade, wir haben unten so einen schwarzen Balken, ne? Der ist meistens... Genau, für sowas ist normalerweise da. So wenig Mana, für sowohl, ne? Das, was der Sprecher hier, das Orakel, von sich gibt, das steht da unten immer. Das finde ich aber blöde. Das gibt uns keinen Mehrwert und wir haben dann rundherum so einen schwarzen Rand. Das finde ich scheiße, deswegen mache ich den weg. So. Finde ich besser. Mana übertragen. Können wir übrigens auch machen, indem wir die Einheit einfach rechtsklicken. Und genauso können wir hier einen Golem erstellen, indem wir ihn rechtsklicken. Also die Blutschmiede rechtsklicken. Das ist sehr praktisch, das spart uns viel Zeit. Ansonsten müsst du jedes Mal wieder erst anklicken. Ja. Das Spiel ist sehr unerfolgreich gewesen. Einfach nur wegen des Zeitpunkts, an dem es rausgekommen ist. 1996. Wäre es 1994 rausgekommen, dann wäre das Spiel mega ultra bekannt, berühmt, ganz toll gewesen. Ja, denn das war so der Zeitraum, in dem Echtzeitstrategiespiele geboomt sind, seit 92 Dune 2 rausgekommen ist. Ja, da waren dann Echtzeitstrategiespiele ganz oben dran. Warcraft 1, 94 und natürlich Command & Conquer, der erste Teil, 95. Ja, und 96, da kam glaube ich Warcraft 2 raus und das Add-on zu dem ersten Teil von Command & Conquer. Ja, und dann dieses Spiel hier. Das war auch grafisch irgendwie schon die letzte Generation und ja, hat schon viele Leute deswegen davon abgehalten, es zu spielen. Und es hat dann einfach keine Chance gehabt. Ich sammle mal fix Mana ein. Zack. Ja, wir brauchen ein paar davon. Du bist wieder nur zu Besuch. Das ist schön. Ja genau, machen die auch alleine. Wenn sie ein elftes Mana produzieren würden, dann ja, übertragen sie das auch von allein. Ja, jedenfalls ist das Spiel deswegen nicht sehr erfolgreich geworden. Was ich ein bisschen lustig finde ist, das Spiel ist ja von Interplay gepublished worden. Und 1996 hat Interplay auch ein zweites Strategiespiel gepublished. Max, Mechanized Assault and Exploration. Und ist auch gefloppt. Wegen Command & Conquer. Aber nicht so hart wie das Spiel. Das hier muss wohl echt mega krass gefloppt sein, weil, naja. Ja,
wie gesagt, wir sammeln erstmal schön Mana. Wir brauchen so, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Mana. Das ist nicht so schön. Ja, unsere Feste hat normalerweise 999 HP. Der braucht ein bisschen einen Machtumhang. Trägt die Einheit. Ja, wir können auch Items aufheben. Kann ich mal fix zeigen. Wir machen mal hier ein paar Vorräte kaputt. Und hoffen, dass wir da was finden. Ah, guck mal hier. Cool. Ein Hammer. Und eine Säge. Okay. Ja. Und ansonsten folgt das hier so ein bisschen den Strategieanteil von Dungeons & Dragons. Dem Regelwerk. Wir haben zum Beispiel hier raues Land. Erhöht unsere Defensive um 1, aber unser Tempo wird geringer. Oder hier haben wir unwegsames Land. Erhöht unsere Defensive um 2, das Tempo reduziert um 2. Ja, und generell ist Angriff minus Defensive wird von den HP abgezogen. Außer beim Zombie, der hat irgendwie nochmal irgendeine komische Art von Resistenz gegen irgendwas. Könnte man jetzt nachgucken, auch der Machtumhang. Wir schauen mal. Gegenstände. Machtumhang. Da ist er auch. Hm? Träger gewinnt plus 1 Verteidigung. Ja. Da wissen wir, okay, aha, daher kommt dieses Gelbliche. Naja, der braucht eh noch ein bisschen. Ist ja schon okay. Das sieht doch alles sehr schön aus. Dann schicken wir die schon mal los. Hast du was gefunden? Ja, einmal Berserkerbräu. Das erhöht unsere Angriffskraft. Allerdings verlieren wir dauerhaft KP und das ist nicht so cool. Oder HP, Hitpoints. Es sind schon zwei, das ist nicht so schön. Ich hätte hier relativ gut angreifen an diesem Stückchen Erde hier. Denn wir erhalten ja hier nochmal ordentlich defensiv und da können sie jetzt nur ein HP abziehen. Generell haben sie nämlich ziemlich hohe Verteidigung. Und das ist echt praktisch. Alter, was ist denn hier los? Geht doch mal weg. Das ist ja das erste Level, ich habe zu tun. So, wir wandeln erstmal unsere Einheiten um. Der hier übertragen. Und dann umwandeln in eine Einheit. Bäm. Ja, dann wird er zu einem Metapod. Auch unser Zombie has been killed. Ah, sehr schön. Hauen sie einfach nur alle in die Fresse. Ja, der wandelt sich in so einen kleinen Metapod. Und dann dauert es ein bisschen Zeit. Und dann haben wir eine neue Einheit. Eine Kampfeinheit. Ach ja, und wir haben übrigens auch Erfahrung, die wir bekommen für... Ja, für alles Mögliche. Und die Forschung können wir da investieren in Einheiten. Und dann könnten wir hier zum Beispiel die Einheit noch bauen oder die hier. Ja, behalten wir auch über die Kampagnen hinweg. Ist... Oh, hab vergessen zu übertragen vorher. Ist ganz praktisch. Dann können wir da ein bisschen strategisch klug, ja, schauen, ob wir da nicht noch irgendwie tolle Einheiten ranbekommen. So, ihr seid unterwegs, ja? Das ist sehr schön. Ja, wir gucken noch weiterhin nach Vorräten. Da haben wir nochmal Berserkerbräu, das finde ich aber nicht so gut. Your warrior is ready. Und du hast gefunden eine Heilsalbe, das ist sehr schön. Damit können wir Einheiten heilen. Überraschung, Überraschung. Nein, 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 du bleib mal hier. So. Und dann umwandeln. Übertragen, komm schon. Und umwandeln. Übertragen. Umwandeln. Und hier nochmal eine Heilsalbe. Drop das mal. So. Ja, da haben wir schon 6 Krieger. Die machen ganz gut Schaden. Haben auch eine ganz ordentliche Verteidigung. Und mit denen werden wir uns mal gegen den Gegner stürzen. Your warrior is ready. Das erste Level kenne ich mittlerweile schon ganz gut. Zumal ich ja auch schon eine Aufnahme versaut habe. Blood and Magic hat mir das Leben ein bisschen schwer gemacht, es zum Laufen zu kriegen. Aber mittlerweile ist das alles kein Problem. Ja, wir können hier Dinge kaputt machen, wenn wir das möchten. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber meistens haben wir davon nicht so viel. Es sei denn, es sind halt Vorräte oder andere Dinge von Interesse. Ja, und wir sind hier relativ eingeengt. Wenn uns da was entgegenkommt, was stark ist, dann haben wir ein Problemchen. Die Wegfindung von der KI ist nicht ganz so angenehm. Ja. Krieger ist bereit. So, dann komm mal mit. Ja, hier der zum Beispiel, der weiß nicht, wo er lang kann. Und ihr könnt mal die Statue angreifen. Statuen immer angreifen. Oder Monument, Entschuldigung. Da ist meistens was Tolles drunter.
Habe ich so mitbekommen. Ja, kommt schon, Leute. Genau, da haben wir eine Mana-Kugel. Die gibt 60 Mana, das ist ziemlich viel. Bäm! Ja, da hört mir jetzt direkt nochmal neue Einheiten ausbilden. Ach komm, das machen wir eigentlich auch mal. Zack. Und unten ist nochmal ein Skelett. Das soll da halt sein. Soll es halt unten rumskelettieren. Ist mir egal. Wir rennen zum Gegner. So. Zingeln den mal. Ja, der hat irgendwie komische Resistenz gegen irgendwas. Das ist echt krass. Da können wir ihn nur ein KP abziehen, obwohl Meise 5 Angriff minus 2 Defensive. Ja, 3 Schaden wären. Treffen auch nochmal an. Der Dämon ist mega cool. Trägt ein paar Stiefel. Ist mega cool, weil er fliegen kann. Und das ist cool. So. Hey, wo willst du denn hin? Greif doch mal an, Leute. Die stehen eine Weile rum, während die Kollegen verprügelt werden. Du kannst mal ganz fix. Schaffst du das noch? Den da heilen. Ja, jetzt glotzt du blöd, hä? Zombie. Was haben wir denn hier? Ein Armschutz. Mhm. Ja, und diese Kryptas, die sollen wir zerstören. Machen wir auch mal direkt. Nein, nicht das Land. Den will ich auswählen. Ja, brauchen wir ein bisschen Micromanagement, bis die Kreaturen oder bis die Leute hier wissen, was sie tun müssen. Du. So. Besser. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Wir können nämlich auch unsere Einheit wieder umwandeln in Mana. Was sehr, sehr praktisch ist, wenn sie kurz vorm Sterben sind. Wie der zum Beispiel, der hat noch 7, noch 6. Können wir ihn schnell in Mana umwandeln. Dann könnten wir jetzt eine neue Einheit produzieren. Ja, schaffen wir das noch? Komm schon, heil ihn. Yes! Gut. So, Machtumhang wieder mehr eine Defensive. Und die greifen eine Weile unsere Feste an, aber... Naja... Das dauert noch ein bisschen, bis die da durch sind. Sollen sie halt machen. Eigentlich können wir doch mal hier. Warte, zum Spaß an der Freude. Außerdem bringen wir es noch ein bisschen Erfahrung. So. Ob wir schneller sind als die hier? Bestimmt, hä? Ja, wenn wir hier Kryptas kaputt machen, dann kommen da Einheiten raus. In dem Fall ein paar Dämonen. Komm schon, greif an. Ja, die haben zum Glück nicht so viel Defensive und haben auch keine komischen Resistenzen. Nein, ach kacke, ich bin immer zu langsam. Muss da mal die HP besser im Auge behalten. Okay, da konnte ich gerade nichts machen, weil wir hatten schon die Siegbedingung erfüllt. Ja, der Feind wurde von den Krypten vertrieben. Sehr, sehr schön. Ja, bekommen wir hier noch eine kleine Zusammenfassung. Das ist auch sehr nice. Ja, wir haben 2 Einheiten verloren. 157 von 200 Punkten, naja. Wir bekommen nochmal Erfahrungsbonus, wie gesagt, den können wir in Forschung investieren. Das ist voll die komische 8, oder? Aber gut. The evil host was driven from the capital. The crypts were put to the torch. Wrathgar pardoned the grave robber. And in gratitude, Grubkur named the leader of the foul enemy, Aelric the Avenger. His army rallied in the Serpent Valley, where only heroes dared to tread. Ja, Leute, und das war's auch erstmal mit Blood and Magic für heute. Ich hoffe, dir gefällt's. Ich find's ganz cool. Und wie gesagt, ich bin schon gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt, wie die Karten so aussehen und... Ja, wie halt das Level-Design und sowas ist. Ja, bin gespannt. Wenn dir das Spiel gefällt und das toll findest, dann schau dir doch die nächste Folge an, indem du hier auf den Nächste-Folge-Button klickst. Bist du in der nächsten Folge, hey! Und vor allem auch gleich in der Playlist. Oder wenn du mobil unterwegs bist, hast du hier oben rechts was zum Anklicken. Ja, für die Playlist. Na gut, ich hoffe, dir gefällt's. Ich bin gespannt, wohin das Spiel noch führt. Die erste Folge war jetzt vielleicht nicht so mega super, weil das erste Level ein bisschen lame ist. Wie gesagt, aber die nächsten werden auf jeden Fall wesentlich cooler. Das weiß ich immerhin schon mal.
Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.